Willkommen bei Schlesienjournal. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied, aber kaum einer ist so ein Schmied wie Jan Socha aus Benkowitz. Seine alte Schmiede besuchen wir gleich nach den Infos. Die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Wojewodschaft Oppeln und Rheinland-Pfalz verbessert sich von Jahr zu Jahr. Diese Bilanz zog Ende Februar der Oppelner Sejmik auf seiner letzten Sitzung. Ansprechpartner für deutsche Unternehmen ist das Wirtschaftsbüro der Wojewodschaft Oppeln auf dem Flughafen in Frankfurt-Hahn. 2012 war nicht ein einfaches Jahr, weil wir wissen, in Deutschland ist nicht anders wie in Polen. Jeder hat heutzutage Probleme mit dem Geld, also es ist immer weniger. Aber trotzdem denke ich, die Zusammenarbeit und zwischen Rheinland-Pfalz, vor allem zwischen Rheinland-Pfalz und der Region Oppeln, war wunderbar. Wir haben wirklich zahlreiche Projekte zusammengestaltet und erfolgreich beendet. Zu diesen Projekten gehörten eine Kooperationsbörse für Investoren aus Schlesien und Rheinland-Pfalz sowie Messen, die das Wirtschaftspotenzial der Wojewodschaft Oppeln präsentierten. Für schlesische Unternehmer gab es zudem Studienreisen in die Partnerregion. Die Deutschen in Polen, aktueller Stand und Perspektiven ist der Titel einer neuen Publikation. Diese wurde vom Verband der Deutschen Gesellschaften in Polen herausgegeben. Darin finden sich ausgewählte Referate von der gleichnamigen Konferenz, die letztes Jahr auf dem Annaberg veranstaltet wurde. Die Konferenzen in Annaberg, die sind mit dem Wallfahrt verbunden, aber gleichzeitig versuchen wir dort die Vertreter der deutschen Gesellschaften aus ganz Polen zu haben. Und deswegen unser Schwerpunkt ist, die wenig bekannt sind, besser kennenzulernen. Hier in diesen Heftchen haben wir uns konzentriert auf die Geschichte, ja, aber auch Gegenwart der kleinen Gruppe der Deutschen in Großpolen. Mit dem Buch will der Verband alle seine Mitglieder erreichen, die an der Konferenz nicht teilgenommen haben. Die Publikation kann man unentgeltlich im Büro des Verbandes der Sozialkulturellen Gesellschaften in der Ulica Krupnicza 15 in Oppeln erhalten. Ob Jour oder süßes Gebäck, die Tische in Großneukirch werden sich unter dem Gewicht der schlesischen Spezialitäten biegen. Die Damen des Schlesischen Landfrauenverbandes laden am 17. März zu den traditionellen schlesischen Ostertischen ein. In der Großneukircher Schule möchten sie mit althergebrachten Rezepten Vorfreude auf die Osterfeiertage wecken. Los geht's ab 13 Uhr. Der Schlesische Landfrauenverband wurde vor 19 Jahren als Organisation der deutschen Minderheit gegründet. Heute sind die Frauen in 30 Kreisen der Wojewodschaft Schlesien und Oppeln zusammengeschlossen. Ziel ist es, die schlesische Kultur zu pflegen. Benkowitz bei Ratibor kann sich mit einer 300 Jahre alten funktionierenden Schmiede und einem Schmiedehandwerksmuseum rühmen. Das dank der Familie Socha. Von Generation zu Generation gibt sie das Schmiedehandwerk weiter. Noch heute arbeitet man hier nach alter Tradition. Wir haben die Schmiede in Benkowitz besucht. Obecnie jest 9 pokoleń z rodziny Sochów kowali. Syn jest 9. pokoleniem, ja 8. Młotek, pamiętam, jak dźwignął, to żech miał wtedy chyba, to żech tak coś fachowo robił, i to żech miał około 8 lat. To brat mi zrobił taką małą podkowę, i ta podkowa musiał przybić do skrowka po ćwikli. Nie? Zaczynało się od tego, że tu pomogło tak tatowi coś pozamiatać, albo przytrzymać, albo coś i patrzeć, co on robi. A potem to już samemu. Młotek zagrzeć jak konsekwenta i trzaskać po nim.
przed wojną w Binkowicach było około 420 koni. Te konia co było 2-3 do 4 razy pod chód, także kowal miał zapewniono robota. No a później się ruszyli, jak się konie wykruszały i on przeszedł już na produkcję. Robił tutaj dużo ładowaczy do obornika, dingeladry, pompa na hnówka, szutowniki, sadzarka do kartofli. Także, że dużo się robiło. Od 30 lat przeszliśmy już na typowo roboty kowalskie. Nie kupujemy w sklepach. Robimy to wszystko przy użyciu młotów ręcznych i mechanicznych. No i robimy do zamków, do kościołów. Robimy dużo robót. Później powstała w 1702 roku. Na tym miejscu powstawała kuźnia drewniana, kryta gontem, a w niej palnisko i kowadło. No i miech skórzany, który znajduje się w muzeum naszym oczywiście. Na cześć moich przodków stworzyłem ze synem największy zbiór maszyn kowalskich w całej Polsce. Nie ma takiego muzeum, co jest w Wojciechowie, jest w Warszawie, gdzie byłem, widziałem, ale my mamy, można powiedzieć, większość zbiorów to jest naszych pradziadków. A i począwszy, najstarsze urządzenie to jest 1702 rok, wtedy miech skórzany od Janka Sochy. Jak wchodzę do tego muzeum, to tak jakby szedł na cmentarz, zapolić upom, zjeść na grobie. Zawód kowala jest wymieralny. To, co my tu robimy w tym warsztacie, to zostało przekazywane z dziada na pradziada, no i my staramy się tą samą metodą wykonywać to, co oni może przy użyciu już nowszych maszyn mechanicznych. No, bo obecnie jestem w tej komisji egzaminacyjnej mistrzów i średników na pół Polski. I tu jest taka sprawa, i od tych uczniów, od tych mistrzów, których ja egzaminuję, widzimy, że wszystko kupują i tylko składają, szlifują i malują. Po sobie pamiątki zostawiać, nie? Bo to jest właśnie sztuka, coś wykuć, zrobić samemu i mnie nie będzie, a to jeszcze będzie kiedyś widzieć, jakoś grata w kościele albo coś, że ja to robię, nie? Besuchen Sie unbedingt Benkowitz und das Museum der Familie Socha. Und uns gibt es in einer Woche wieder. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.